Ja Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Legenden Arceus, mittlerweile mit dem 20. Part und ja, heute werden wir wahrscheinlich in ein neues Gebiet aufbrechen, allerdings müssen wir vorher erstmal mit Diem reden und ja, der steht ehrlich gesagt schon so da, als würde er mir jetzt gleich die Fresse polieren wollen, ganz ehrlich. Nimada kämpft gegen mich und ich hatte tatsächlich recht, oh Gott. Ja, aber es musste auch irgendwann passieren. Ich meine, Perl hat mich jetzt schon 2 oder 3 Mal herausgefordert, aber ja, Diem bis jetzt noch gar nicht. Jetzt kommt es tatsächlich vor. Tsubaki, pass gut auf. Ach so, deshalb will er kämpfen. Der will dem Schnösel von Tsubaki ein bisschen was zeigen. Und ich glaube, ich muss bei mir kurz mal den Ton beim Fernseher leiser machen. Hab wohl vorher vergessen, das umzustellen. Sorry dafür. Falls ihr jetzt gerade ein bisschen doppeltes Geräusch habt. Und es taucht wieder ein Evoli auf. Mittlerweile geht es mir echt auf die Nerven. Ja gut, von mir aus. Dann soll es halt so sein. Ich meine, Silvaro wird hier ein einfaches Spiel haben. Allein schon mit der Flugattacke sollte er ihm richtig viel abziehen. Ja gut, okay. War doch nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Beide setzen aber nur ruckzuck im Bein. Ja, aber klar, die dürfen nochmal. Könnte Silvaro echt schon drauf gehen? Boah, war das knapp. Okay, alles nice, alles nice. Jetzt muss ich aber trotzdem überlegen. Nee, das ist mir nicht wert. Nee, nee. Warte, ich habe eh, glaube ich, jetzt Hypertränke. Oder habe ich die schon hergestellt? Ja, 2 Stück. 150 halt das auf. Boah, das ist aber auch schwierig. Ja, ich mache es trotzdem. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, dass ich bald mal Top-Getränke herstellen kann. Die sind mittlerweile bitter nötig. Wieder eine Laubklinge. Und die Defensivkraft sowie die Offensivkraft von Fulipurba sinkt damit. Ja, und jetzt habe ich auf alle Fälle den Vorteil. Gut. Ich würde sagen, nochmal Krafttechnik auf Fulipurba. Und ich glaube, Evoli, wenn das jetzt nochmal ruckzuck einsetzen sollte, das sollte ich auf alle Fälle überleben. Ja, Fulipurba ist down. Perfekt. Krass, wenn der jetzt noch ein zweites hätte, aber da habe ich echt ein Problem. Ein Volltreffer, verdammt. Ja gut, jetzt bin ich... Nee, ich habe mich vertan. Verdammt. Ja, aber irgendwie habe ich es jetzt auch verdient. Mann, ich habe ihm zu viel zugesetzt. Verdammt, und da wäre jetzt natürlich ausgerechnet... Mhm. Dammit. Ja, egal, ich habe noch Staraptor. Alles gut, alles gut. Auch der kann Kampfattacken und somit passt das. Ich will aber trotzdem, dass Silvaro eigentlich die EP mitnimmt. Wobei, ne, er hält mich dann auch eh. Ne. Vergessen wir das. Die kann ich mit Silvaro auch so wieder aufholen, keine Sorge. Aber ich will jetzt nicht extra einen Beleber verschwenden. Das kostet wieder unnötig Geld. Gut, Diem ist besiegt und vor allem, es bringt gar nicht mal so viel. Jetzt hast du gesehen, wie stark Nimada ist, Tsubaki. Du wirst nicht mehr verspotten, verstanden? Es wirkt aber nicht so, als ob er das wirklich verstanden hätte. Unseren Helfer von Perlklamm müsstest du am Übungsplatz finden, sobald du bereit bist. Also dann, bis später. Ich setze auf dich, Nimada. Los jetzt, Tsubaki. Auf dich wartet eine ordentliche Standpauke. Ach dir, bitte erspar mir das. Ey, der ist ja noch lässiger als der Volo damals am Anfang. Den kann ich mittlerweile ein bisschen besser leiden, aber ja. Gut, und Celestes will noch etwas. Nimada? Komm ins Büro des Forschungstrupps, dort besprechen wir deine Mission. Stimmt, wir haben die noch gar nicht bekommen. Dein nächstes Erkundungsziel ist das Kraterberghochland. Dieses Gebiet befindet sich nahe am Riss im Raumzeitgefüge, deswegen können wir nicht absehen, welche Gefahr dort lauern. Mit deinem jetzigen Rang solltest du in der Lage sein, das Kraterberghochland zu erkunden. Es gibt da jemanden, dessen Unterstützung du bei den Nachforschungen zu Elektroball benötigen wirst. Begib dich jetzt zum Übungsplatz. Ja, gut. Elektroball vor allem. Das könnte interessant werden. Also das ist ein Elektro-Pokémon, ja, schön und gut, aber... Puh, ich weiß nicht, ob Silvaro allein das sogar schaffen würde. Also der ist auf alle Fälle die beste Wahl. Wir werden gucken. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit bis dahin. Alles gut. Jetzt gehen wir erstmal zum Übungsplatz und dort wartet Perle auf uns. Weh, die will jetzt auch noch kämpfen und ich heule wirklich.
Habe ich noch? Stimmt, ich habe Vulpix noch parat, deswegen. Ich packe schon mal in die Hotbar. Sicher ist sicher. Nemada, der Herr hier neben mir ist der Wächter hin. Er wird dich zu Sneboss führen. Entschuldige, dass ich mich heute Morgen nicht vorgestellt habe. Ich bin hin, einer der Wächter. Um Elektroball begegnen zu können, solltest du dir die Kraft von Sneboss zunutze machen. Ob Sneboss dich anerkennt oder nicht, wirst du allerdings erst erfahren, wenn du ihm begegnest. Nun, zunächst einmal müssen wir sicher am Kraterberg ankommen. Es geht los, alles einsteigen. Hin ist dir wirklich sehr ähnlich. Inwiefern? Ich frag mal nach. Er kam genau wie du plötzlich von irgendwoher, außerdem hat er seine Erinnerungen verloren. Vielleicht hilft es ja seinem Gedächtnis, wenn er mit dir unterwegs ist. Ich zähle auch diesmal wieder auf dich, Nemada. Begib dich ins Kraterberghochland. Gut, nice. Stimmt, warte mal, ich kann ja mal wieder gucken, ob ich neue Attacken lernen kann. Deswegen. Also, Attacken beibringen. Was könnten meine Pokémon denn alles lernen? Oder wer braucht überhaupt ein Upgrade? Also, mit Vulpix bin ich eigentlich zufrieden. Wobei, die Ränkenschmiede, da könnte ich vielleicht gucken, ob ich irgendwas Geiles lernen kann. Magieflamme? Energieball. Ich könnte einfach Vulpix eine Pflanzenattacke lernen. Eisenschwert wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre aber schon ein bisschen sehr krank. Statt Ränkenschmiede eine Pflanzenattacke. Ist es das wirklich wert? Ich warte noch ab. Zwirklob, was kann der lernen? Der könnte Kampfattacke, Zertrümmerer lernen. Die Dampfwalze könnte er lernen mit einer Bodenattacke. Also, der kann Eis kann er lernen, Gestein kann er was er lernen, Elektro kann er lernen. Auch Feuerschlag mit Feuer. Ey, wie krass ist das denn da bitte? Da kannst du wirklich ein absolutes Ultra-Team zusammenstellen mit den ganzen Attacken, die lernen können. Eishieb vor allem. Wartet, ich könnte es mal kurz probieren. Achso, warte mal, stimmt. Jetzt habe ich was vergessen. Die muss ich ihm erst dann später nochmal direkt erlernen. Jetzt kann er sie nur mal auswählen dann später. Sowas haben wir hier bei Bruschelin. Och, Eissturm, Eisenschweif, Eishieb ebenfalls. Eissturm, what the hell? 60. Ist sogar schwächer als der Eishieb. Erholung. Protzer kennen wir schon. Und ja gut, der kann noch nicht so viel. Auch wieder so viele Eisattacken. Very interesting. Dann bei Luxtra. War irgendwie klar, dass auch der Eisenschweif drauf hat. Hatte ich jetzt nicht anders erwartet. Sternschauer hat er, glaube ich, schon erlernt. Erholung ebenfalls. Kullaugen. Den Ladestrahl und die Standpauke. Ja, gut. Da ist jetzt nichts dabei. Staraptor. Der hat einfach mal gar nichts. Lol. Unheilböen kenne ich gar nicht. Erhöht sogar die Offensiv- und Defensivkraft. Bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob es das wirklich bringt, aber ich glaube, ich mach's. Das könnte ich statt, statt Sternschauer beibringen. Stab da, glaube ich, Sternschauer drauf. So, und Silvaro haben wir noch. Der hat sich auch einiges Geiles drauf. Energieball natürlich. Die Dunkelklaue. Psychoklinge. Alles in allem auch wieder sehr, sehr kranke Attacken. Nee, gut, das spare ich mir jetzt. Ich habe jetzt mir mal zwei gegönnt, das reicht. Und am besten ist, wenn wir die dann gleich mal denen erlernen. Wait. Also. Ich fange mal mit Staraptor an. Der kann Ruhe. Achso, das war Risikotackle, was ich dem gelernt habe. Es ist dämlich. Aber ich glaube trotzdem, dass Unheilböen fast mehr bringt als das Risikotackle. Deswegen. Ich lerne es ihm einfach mal. Vor allem, er ist nicht zu vergessen, Typ normal mit einer Geisterattacke. Das ist auch relativ krass eigentlich. Weil Geisterattacken haben auf ihn dann gar keine Wirkung, aber er selbst kann eine Geisterattacke auf Geist anwenden und das ist sehr effektiv, also... Ja, lol. So, und Zwirklob. Den habe ich den Eishieb erlernt. Könnte ich statt... Warte mal, Spukball 80... Doppelt so stark gegen Ziel mit einem Statusproblem. Ja gut, das kommt nicht so häufig vor, deswegen... Verlernen wir das mal. Und erlernen stattdessen einen Eishieb. Gut, ich glaube, jetzt sind wir vorbereitet. Ja, und ganz, ganz wichtig, es wäre noch immer nice, wenn wir endlich mal den Feuerstein kriegen würden, der uns noch immer fehlt. Den wir ja leider im, ich glaube, 10. Part war, also genau eine Hälfte davor. Damals noch im Roten Sumpfland, wie das hieß.
wo wir den leider verloren hatten. Ich will nämlich endlich Vulpix entwickeln, das ist wichtig. Okay, hier ist noch die Kiste. Kann ich mein Inventar leeren? Stimmt ja. Aber brauche ich das wirklich? Vor allem, ich sehe gerade, lol, ich habe einen Donnerstein auch schon gekriegt. Jetzt habe ich einen Wasserstein und einen Donnerstein. Vielleicht sollte ich mal genau gucken, vielleicht habe ich sogar schon wieder einen Feuerstein und ich habe es einfach nicht gemerkt. Okay, nee, sieht nicht so aus. Das wäre aber wirklich ein großer Fail von meiner Seite aus. Gut, also, das neue Gebiet ist hier. Ich bin eigentlich gespannt, wie viele Gebiete es insgesamt gibt. Ich habe mich nicht spoilern lassen, also keine Ahnung. So viel ist auf der Karte gar nicht mehr übrig. Wobei, wer weiß, was überhaupt noch alles hinter der Karte sein wird. Also sprich, ob sich Gebiete auch außerhalb dieser Karte noch gibt. Kann ja sein. Wie dem auch sei. Also, das ist das Krater Hochbergland, whatever. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es wird wieder ein, zwei Folgen dauern, bis ich das weiß. Kraterberg Hochland. So. Berge sind voller Felsen und Steine. Deswegen solltest du dich wohl auf eine Vielzahl von Gesteins- und Boden-Pokémon gefasst machen. Das ist schon mal blöd, weil das heißt, Luxtra ist eigentlich komplett nutzlos. Und das dort hinten unter dem Riss im Raumzeitgefüge ist der Kraterberg. Ich vermute, die magnetische Kraft, die diesen Berg umgibt, wirkt sich in irgendeiner Weise auf die dort lebenden Pokémon aus. Fascinated, glaube ich, hieß das jetzt gerade. Ich habe das Wort jetzt gerade nicht lesen können. Gut, also vom Design her schaut schon mal sehr interessant aus, vor allem weil eine Ruine gleich direkt am Anfang ist. Und ich glaube, da vorne habe ich genau ein Luxtra gesehen und ich glaube, das ist ein Elite-Pokémon. Hat es rote Augen, wir werden es gleich sehen. Nee, hat's nicht. Wäre noch besser. Wartet, wir müssen nicht unbedingt kämpfen. Hallo? Okay, der Controller hat gerade gespackt, sorry dafür. Hier ist ein Zentnerball. Ich glaube, der sollte reichen, damit wir Luxio zumindest mal fangen. Vor allem, der steht jetzt gerade nur dumm rum. Diesmal hat es wenigstens geklappt. Okay, ich kann die Reichweite von dem Teil schon mal besser einschätzen. Nee, da hat keine roten Augen, oder? Ich sehe das von da so schlecht. Nee, Level 37 ganz normal, aber kein Elite-Pokémon. Na dann, warte, ich duck mich gleich wieder. Und es wäre nice, wenn du dich jetzt bitte umdrehst, ganz kurz. Komm, Luxtra, dreh dich bitte um. Ich weiß, du willst es. Dann mach's ich halt. Bin ich jetzt endlich... Hä, das ändert sich gar nicht. Okay, gut, aber ich probier's trotzdem. So, ich gehe schon mal in Deckung, sollte es ausbüchsen. Es büchst natürlich aus. Aber es hat noch keinen Verdacht geschöpft, groß. Da schieße ich halt noch einen, wartet. Die Federbälle sind jetzt schon nice, aber die Fangrate ist halt so ein Problem. Wobei, diesmal hat's geklappt, nice. Ich muss aber erst einen Weg darunter finden, hä? Also, es ist nicht so weit, aber... Da runterspringen ist, glaube ich, ein bisschen sehr riskant und gefährlich. Ja, aber klar. Ich bin im Gras, du kannst mich nicht sehen. Wollte ich auch gerade sagen. Wäre kurios, wenn doch. Nein, habe ich jetzt auch... Ah, das war eine Frage, ihr Bäre, verdammt! Ich habe versehentlich gewechselt. Ja, super, jetzt hast du mich gesehen. Ja, moin. Ja, moin. Das war jetzt die komplette Verschwendung der Frage, ihr Bäre, ich weiß. Warum habe ich denn jetzt gewechselt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, von mir aus halt. Dann machen wir Luftschnitt und der Kerl ist eh wieder besiegt. Easy. Flug gegen Käfer, eindeutig ein Vorteil. Was? Wo kommen die denn jetzt alle wieder her? Mann, ich hasse es jedes Mal. Wenn die immer so nachspawnen. Hat's mich jetzt gesehen? Nee. Also ein Rufzeichen hat's irgendwie gehabt, aber... Teilweise ist es auch sehr komisch. Ach, da ist gleich eine Brücke unten. Aber ich sehe da... Ach, da vorne ist ein Weg, oder was? Ach komm, ich bin in die komplette falsche Richtung gelaufen, oder was?
Ja, scheint so. Dammit. Nein, jetzt muss ich wieder zurücklatschen. Ja gut, aber ich sollte mich gar nicht beschweren. Ich meine, wir hatten schon die Möglichkeit, das ein oder andere Pokémon zu fangen. Da vorne ist, glaube ich, ein Yanma. Müsste der Name sein. Mhm. Das war nicht das, worauf ich es eigentlich abgesehen habe, da vorne. Hat trotzdem geklappt. So, das auch noch und dann würde ich sagen, wir bewegen uns ganz schnell mal zurück. Die Yammas sind ein bisschen einfacher zu fangen. Aber what the hell, wie viele Parasek hier sind. Ich hau ganz schnell mal ab. Bevor jetzt ein Donnerblitz von hinten kommt, das wäre nicht geil. Schnellentdeckung, Schnellentdeckung. Ich dachte, es hätte mich schon gesehen. Ich dachte, es wäre schon zu spät gewesen. Treffen ist eine Kunst, ich weiß. So, bleib drin bitte, damit ich mich vorbeischleichen kann. Du bist doch ein Spacko. Schau mal, ich habe hier wieder ein Vieh. Was? Alter, wie viel? Digi, ach komm. Weiter runter noch. Jetzt. Vor allem der Kerl ist auch wirklich blöd wie die Sau. Ja, bleibt wieder nicht drin. Gut, ich mach kurz mal neue Federbälle. Die Dinger haben so eine Reichweite, das ist unglaublich. Mann, ich hab. Oh Gott, ich habe keinen Azurglanzstein mehr. Mhm. Gut, dann verzichten wir drauf. Und den Kerl lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe leben. Wenn er nicht will, dann hat er schon. Ich bin ganz still. Du hast mich nie gesehen. So ist es. Ich weiß, da vorne war jetzt noch ein Fittloch und weiter, aber den hole ich jetzt nicht. Ich will mich jetzt nicht prügeln. Okay, ganz, ganz wichtig. Also Azurglanzstein muss ich mir holen. Da vorne sehe ich Reis und ein weiteres Yanma. Die Musik gefällt mir aber auch relativ gut. So ein bisschen was Friedlicheres allgemein. Und? Ja, schau, wie brav die Pokémon doch sein können. Das Luxe da oben, keine Ahnung, was das hat. Das will einfach nicht gefangen werden, aber diese Yanma, ey. Die sind sozial. Die bleiben einfach direkt drin. Apropos Luxtra, da vorne ist schon wieder ein weiteres. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir Entscheidungs eigentlich von Anfang an sparen können. Jetzt mal ohne Witz, ich meine, wenn da eh schon Luxtra Level 37 zu finden ist, ist auch nice. Und das ist eine Farsche, der war grüner Bereich. Geht doch. Schaut euch das an. Direkt wieder nachgespawnt. Das ist doch ein Luxtra, oder? Mhm. Das hat sicher eine ordentlich fette Attacke drauf, deswegen nee, kein Bock darauf, die abzukriegen. Ein Donnerblitz tut immer weh, ihr wisst ganz genau warum. Ja, Laubklinge kann leider noch keine Kraftattacke, das ist blöd. Ich hoffe, es reicht doch so. Nee, verdammt. Biss, Alter, was willst du denn damit? Donnerwelle ist ja noch cute, das ist einfach nur Paralysierung. Die hebt sich ja danach gleich direkt wieder auf, deswegen alles gut. Ja, dann probieren wir einen weiteren Fangversuch. Das vorige Luxtra hat ja, glaube ich, über 1000 EP für jeden gebracht. Digga, echt jetzt. Sei nicht hartnäckig. Sei bitte nicht hartnäckig. Ja gut, Knirscher macht ein bisschen mehr Damage. Das war ein Volltreffer auch noch. Okay, das Luxtra hat ja gar keine Angriffskraft. Da kann ich mir eh Zeit lassen, was das Fangen angeht. Bleib doch drin, du! Ich glaube, jetzt sollten wir es klatschen, vielleicht. Jetzt wird es gefährlicher. Ja, jetzt wird es deutlich gefährlicher. Nee, kein Risiko mehr. Jetzt hat es Pech gehabt. Es hatte zweimal die Chance, in den Ball drin zu bleiben, aber nee, es wollte nicht. Ja, schau euch das an. Und. Ach, Digi! Das habe ich wieder übersehen jetzt gerade. Es leuchtet noch immer rot. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, oder... Hä? Warum leuchtet es noch immer rot? Ich bin doch schon lange weg.
Du hast keine Kiche die Tasche zurückgeschickt. Oh, stimmt. Das war jetzt eine Tasche, die ich gerade gefunden habe. Das bedeutet, hier an dieser Stelle muss anscheinend irgendein Spieler, der das Spiel besitzt, gestorben sein. Und dem habe ich jetzt soeben gerade die Tasche zurückgebracht. By the way, jetzt kann ich euch das ganz kurz... Warum ist hier noch immer dieses rote Auge da oben? Hier ist noch nichts in der Nähe und das Yangma ist auch komplett blind, glaube ich. Ja, egal. Dann kann ich euch das jetzt kurz noch zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt ins Fundsachenforum gehe, bekomme ich hier Dankbarkeitspunkte. Und die können wir irgendwo dann umtauschen. Ich habe noch nicht ganz genau geguckt, wo das ist, aber... Und ich habe einen Beleber erhalten, geil. Ja, und meine Sachen sind leider noch immer nicht gefunden worden, scheinbar. Oder? Ne, verlorene Items, die andere für dich gefunden haben. Ne, also meine Sachen liegen noch immer irgendwo rum. Mann, Leute, könnt ihr die bitte irgendwann mal wer finden, ne? Leute, rotes Sumpfland. Wenn ihr Zuseher seid und das Spiel habt, ihr seid natürlich Zuseher, sonst würdet ihr das jetzt nicht hören, dann bitte schaut euch die 10. Folge an, wo ich verreckt bin und geht dorthin und holt mir bitte die Tasche zurück. Ich brauche diesen Feuerstein, der ist wichtig. Und ich glaube, hier ist diese Höhle, von der gesprochen wurde. Oh Gott, Alter, wenn da so viele Boden-Pokémon drin sind, dann kriege ich jetzt schon ein bisschen Angst. Der König der Höhle sieht ein wenig anders aus als die Elektroballe in meiner Erinnerung. Doch das ändert nichts daran, dass auch dieses Elektroball gefährliche Elektroschocks ausstößt. Du solltest dich nicht unvorsichtig annähern. Es könnte dich als nützlich erweisen, ein Pokémon zu fangen, gegen die Elektrizität wirkungslos ist. Ich stelle es mir ziemlich frustrierend vor, so in Rage zu geraten und die Kontrolle zu verlieren. Pokémon haben es auch nicht leicht. Ganz genau, das Leben ist hart für Menschen wie für Pokémon. Och nee, nicht der Typ schon wieder, der Tsubaki. Hin, Wächter von Perlclan. Oh, und ein Niemand von der Galaktik-Expedition. Ihr wollt also den großen König der Höhle aufsuchen? Das ist doch absurd. Aber ich bin ein gutherziger Mensch, daher will ich mal nicht so sein. Ich werde prüfen, ob ihr eine Audienz mit Elektroball würdig seid. Doch macht euch keine zu großen Hoffnungen. Ich werde euch gewaltige Hindernisse in den Weg legen. Das ist so ein Idiot, ganz ehrlich. Nee. Anzeige ist raus, Junge. Gut, ich werde euch mal sagen, was ich denke. Das Wüten der Könige und Königinnen geschieht durch den Segen des ehrwürdigen Sinnoh. Schließlich werden sie dadurch stärker. Das ist doch etwas Gutes, oder etwa nicht? Wir müssen den König in Rage toben lassen, um den ehrwürdigen Sinnoh zu zeigen, dass der Diamantclan den rechten Pfad beschreitet. Der will mich doch verarschen komplett. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich geboren wurde. Meine Bestimmung. Der will mich echt davon abhalten, dass ich Elektroball besänftige. Digga, dir hau ich so aufs Maul. Was geht es überhaupt die Galaktik-Expedition an, dass Elektroball in den Bergen ein paar Funken sprühen lässt? Ihr solltet besser brav nach Jubeldorf zurückkehren, wenn ihr mich fragt. Auf hoffentlich nimmer wiedersehen. Das glaubst aber auch nur du. Was für ein egoistischer Standpunkt. Ein Pokémon, das in Rage geraten ist, sei jetzt selbst auch darunter. Die Entscheidung liegt bei dir, Nemada. Wie willst du weiter vorgehen? Ja, gar keine Frage. Ich gehe natürlich rein. Unterwegs wird es gewiss gefährlich, doch ich bleibe meinem Motto treu. Sichere Fahrt voraus. Nemada, um zu Sneepos zu gelangen, musst du die bizarre Höhle durchqueren. In dieser Höhle leben Pokémon wie Golbat, denen die Finsternis nichts ausmacht. Pass in der Dunkelheit gut auf, wo du hintrittst. Ja, aber diesen Tipp, den er mir vorgegeben hat. Und zwar... Boden-Pokémon zu fangen. Der ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Wobei, warte mal, Boden-Pokémon. Könnte es sein, dass wir vielleicht sogar das Glück haben und auf Knackrack treffen? Wenn ja, wäre das richtig geil. Seltsam. Normalerweise gibt es hier Fackeln, die die Höhle erleuchten. Ist das eines der Hindernisse, von denen Tsubaki gesprochen hat? Ich wollte es gerade sagen. Was soll es denn sonst sein? Aber kein Grund zur Besorgnis. Ich kenne den Weg. Ob bei der Dunkelheit oder schlechtem Wetter, ich erreiche immer das Ziel. Also dann folge mir, verpasst nicht den Anschluss. Ja, alles gut. Hat das einen genauen Grund, warum ich nicht laufen kann? Oder muss ich mir das jetzt ernsthaft anhören, was er da sagt? Bleib dicht hinter mir. Ja, ich bin dir doch auf den Fersen, Junge. Sein Name fällt mir nicht ein, aber ich glaube, es war ein Pokémon, das Feuer einsetzen konnte. Wenn es hier wäre, könnte es den Weg erhellen und uns durch die Dunkelheit geleiten. Ich habe einen Vulpix eigentlich dabei, das soll kein Problem sein. Lass uns einen kurzen Halt einlegen. Zu unserer Rechten habe ich das Elite-Pokémon X-Bad entdeckt. Normalerweise würde das dein Vorankommen sicher nicht gefährden. Doch im Dunkeln sollten wir kein Risiko eingehen. Daher schlage ich vor, dass wir unsere Strecke ändern.
Wahrscheinlich ist das so Level 70 oder so. Ich erinnere mich, war schon ein Mann, der mir ähnlich sah. Ich glaube, wir haben uns oft über Pokémon unterhalten und gekämpft. Warum ist da von den Entwicklern das Lieblingswort Warsche oder wie man das ausspricht? Das ist jetzt schon das 6. oder 7. Mal. Bald erreichen wir die letzte Station in der Bizarrenhöhle, den Ausgang. Auch ohne Erinnerung scheint in meinem Herzen nicht viel erhalten geblieben zu sein. Aber schön, dass er uns unterhalten will. Ab hier sollte es kein Problem mehr geben. Das sind doch... Hat er echt die Fackeln entführt? Lass uns erst die Fackeln zurückbringen. Sollte noch jemand versuchen, diesen Weg im Dunkeln zu bestreiten, könnte das Böse enden. Naja, ich würde es keinem wünschen, dass er dem X-Party irgendwie zum Opfer fällt. So, jetzt sind alle Fackeln wieder angezündet. Sicherheitskontrolle abgeschlossen, keine Probleme entdeckt. Die Fahrt kann weitergehen. Folgt man dem Weg, den die Fackeln weisen, kommt man zum Ausgang dieser Höhle. Okay, jetzt darf ich mich frei herumbewegen. Also meine Aufgabe ist jetzt einfach nur, den Weg hier rausfinden. Das freut mich. Trotzdem würde mich das eine X-Part davon vorhin interessieren. Wo ist denn das jetzt? War das da vorne? Hä? Das war doch da irgendwo. Hier ist auf alle Fälle ein Felsen, den man zerschmettern kann. Sogar Eisenbrocken, nice. Apropos Eisenbrocken, da vorne ist auch noch eins. Hä, aber wo ich denke, das X-Part vorher übersehen, oder war das komplett woanders? Scheint so. Ja, von mir aus, dann haben wir eh freie Bahn, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Wobei, hey, was ist das denn da oben? Okay, keine Ahnung. Ja, von mir aus, bevor wir weiter vom Weg abtrünnen, marschieren wir ganz schnell mal zurück. Wäre geil, wenn wir jetzt auf Sixpack treffen. Und dann haben wir die Bude auf einmal voll. Das wäre nicht so geil. Ja, jetzt gerade ist, glaube ich, sogar noch Luxtra ganz nice wegen dem Flug-Pokémon. Und Golbat möchte ich jetzt aber nicht unbedingt fangen. Wobei, eigentlich muss ich ja. Da vorne ist auch noch eins. Da ist ein Komelett! Ich wusste es! Ich wusste es einfach, dass das jetzt kommt. Ja, scheiße. Geil, das heißt, wir können Knackrack zurück ins Team holen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so mal so schlecht. Aber da müsste ich irgendwen zurücklassen. Die Frage ist, wen? Also später natürlich dann, wenn ich wechseln kann. Gut, das Golbat ist RIP. So, jetzt ganz schön mal wechseln, sollte irgendwas schief gehen. Ja. Wartet, Federbälle. Ich habe keine Federbälle mehr, oder was? Ja, super. Ja, und natürlich, das muss auch wild sein. Bestimmt. Ich glaube, Staraptor war gerade eine blöde Wahl. Das ist nur Level 23? Alter, bist du schlecht. Ich will schon Stärkeres haben, bitte. Aber, okay. Da brauche ich es, glaube ich, gar nicht bekämpfen. Sieht so aus. Okay, das Trainieren könnte mühselig werden. Hier ist aber auch kein Ausgang wirklich oder so. Nee, überhaupt nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen weiter voran, wobei hier schon wieder aufgebaut. Wobei jetzt, glaube ich, kann ich auch schon wieder Federbälle herstellen. Ich probiere mal ganz kurz. Zwar nur 4, aber ist egal. Federbälle sind halt einfach nice, wenn es um Distanz halten geht. Das ist perfekt. Aber jetzt kann ich kurz ganz schnell zurück auf die Zentnerbälle. Genau, wenn es sich befreit. Scheiße! Hat ja super funktioniert. Was soll ich jetzt machen? Ich glaube, Luxor wird das nicht überleben. Bis. Gut, das überlebt auf alle Fälle. Ja, gut. Wenn ich das Glück habe, dann why not?
Level 41 vor allem. Die werden halt echt mittlerweile richtig stark. So, irgendeine böse Überraschung. Nee, da vorne scheint der Ausgang zu sein. Hä? Achso, ich dachte gerade, da wäre jetzt irgendein Pokémon rausgekommen. Alles gut, alles gut, alles gut. So, dich gönne ich mir noch. Echt jetzt? Wobei, es hat mich nicht gesehen direkt. Bleib doch drin. Ich schieße jedes Mal drüber. Das Ding kann ja wirklich kilometerweit fliegen. Okay, jetzt habe ich es gefangen, Level 42er. Ja, da vorne ist der Ausgang der Höhle. Gut, Leute, ich habe so ein Gefühl, dort wird mich irgendwas Böses erwarten. Wenn dieser Tsubaki wirklich uns Steine in den Weg legen will, dann kann der wahrscheinlich alles Mögliche planen. Und deswegen ist hier, glaube ich, der beste Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Also die Folge zu beenden natürlich. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.